Grüß euch. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, jetzt stehen wir davor. Wir haben jetzt gesagt, es hat sich ja wochenlang haben wir uns jetzt nicht gemeldet per Video, weil, ja toll, ihr habt jetzt was rumgerissen. Ja, toll. Ja. Also es war ja nett, es war ja immer das Gleiche, mehr oder weniger. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir warten ein bisschen, bis sich wirklich richtig dufte, was tut. Und das ist auch so jetzt. Und wir sind jetzt sozusagen am anderen Ende des Gebäudes. Also wir haben hier so und dann hier und dann da ist Mixed Body Shop drüben. Genau. Das heißt, zur Orientierung, genau. Hier ist Domspitzmilch. Genau, da ist Bayernland Domspitzmilch. Genau. Und hier ist der Eingang, tatsächlich der Haupteingang. Man kann natürlich, über den Shop zu den Öffnungszeiten rein. Irgendwann muss man da aber natürlich zumachen, dementsprechend, weil Einzelhandel und so weiter. Deswegen geht's hier rein und dann gehen wir heute schon mal rein. Lasst euch von Rubis Fersen nicht stören. Er hat Hipster-Schuhe an und dünnsten Sohlen, da hört man immer, wenn er auftritt. Gonk, gonk, gonk. Es ist ein bisschen creepy auf Kamera, ich weiß, aber vor allem beim vorletzten Schritt dachte ich mir so, das ist zu laut und es hallt hier auch noch. Apropos Hall, hier hallt's auch. Hier ist die Herrenkabine, also hier wird eine Wand gezogen und dann haben wir hier die Herrenkabine. Wir haben natürlich Schränke links, rechts. Da müssen wir noch irgendwie gucken, da sind wir brandschutztechnisch, wird es auch ganz, ganz interessant, wie wir hier diese ganze Seite verkleiden, ob wir da Holz hinmachen können, Regips hinmachen müssen, auch wärmetechnisch, weil genau. Lüftung, Klima und so weiter. Das heißt, wenn hier die Sonne reinbrennt und man merkt es jetzt richtig krass, dann wird es hier in diesem Abschnitt sehr, sehr heiß und sehr, sehr warm. Das heißt, das können wir natürlich nicht machen und da heizen wir uns, beziehungsweise wir klimatisieren uns natürlich kaputt vom Geld her. Also hier ist die gesamte Kabine und hinten kommt einfach dann der Abschnitt hin. Der Nassbereich mit Duschen und Toiletten, also Sanitärbereich. Und es steht noch eine einzelne Toilette. Also ja. Man kann sich schon vorstellen. Ja. Die ist nicht neu, die ist... Die ist übergeblieben. Mehr als alt. Übrig geblieben. Wir hatten auch schon mal kurz Wasserschaden, mehr oder weniger. Also wir haben... hier drüben ist ja das Imbiss-Bistro, hat sich ja hier angesiedelt und da hat anscheinend irgendjemand irgendwo mal dann wieder Wasser aufgedreht und da waren wir noch dran an dem Anschluss und dann kam es hier oben wieder raus. Dann hatten wir also erst ein Schwimmbad, dann ist es verdunstet, dann hatten wir hier ein Dampfbad und jetzt ist aber wieder alles tutti. Die unter uns im Keller haben da Akten gelagert, das war ein bisschen... Das war bitter. Das war fies. Also bei uns ist es relativ schnell abgelaufen, aber... Ja, genau. Also bei uns ist es wirklich direkt so an den Wänden, ist das Wasser einfach schnell wieder weg gewesen, aber wir wussten, okay, dann muss es, wenn es nach unten läuft, muss es irgendwo ankommen. Irgendwo hin, ja. Und dann ist es unten gewesen. Dementsprechend. Ja, hier hat sich jetzt viel getan, wenn wir uns umdrehen, genau. Da haben wir... Das hier ist weg gewesen. Ich glaube, ich habe es euch letztes Mal noch gesagt. So, ja, okay, hier ist gemauert, da ist Rigips, da ist dieses, da ist jenes. Das ist dann irgendwann gefallen. Wurde gefinished von dir. Im wahrsten Sinne des Wortes, es ist gefallen. Das kommt noch weg. Da wurde einfach mitten ins Gebäude gemauert. Alter. Und auch wenn wir uns jetzt weiter umdrehen, haben wir die gesamte Ziegelwand ist da tatsächlich weg. Also hier mal wieder den größten Respekt an die Helfer, an die freiwilligen Helfer, die uns hier geholfen haben. Also man merkt auch schon, es hallt jetzt schon ein bisschen mehr als vorher. Und jetzt sieht man eigentlich, wie groß diese gesamte Fläche hier eigentlich werden wird dementsprechend. Wir haben, wie gesagt, da vorne haben wir die Frauenkabine gehabt. Wir haben jetzt hier so ein kleines Kämmerchen, da ist die Überbleibsel sind da drüben noch mit so ein bisschen Farbe an der Wand und auch dementsprechend farbigen Teppich. Da muss der Boden noch raus, bevor der Trockenbauer kommt, weil der Trockenbauer ist eigentlich so ziemlich der Erste, der hier reinkommt und dann schon seine Schienen zieht und so weiter. Und hier sieht man einfach jetzt schon mal die gesamte Größe des gesamten Dings und ja,
Das sind jetzt, ich glaube, was sind es? 600 Quadratmeter reine Trainingsfläche und hohe Trainingsfläche dementsprechend. Das ist das, was wir einfach wollten. Und wir sind auch jetzt in Sachen Geräte sind wir schon ordentliche Schritte weiter. Wir sind in Sachen Boden, der sich auch reinigen lässt natürlich. Ja, da muss man ja immer gucken, dass man in so einer Two-Man-Show, was das wahrscheinlich werden wird, Two- oder Drei-Man-Show, dass man da auch relativ pflegeleicht das Ganze putzen kann, dass man da kein spezielles Personal braucht, wo man gleich Geld rauswuchten muss ohne Ende, weil solche, also putzende Leute sollen ja auch bezahlt werden und zwar gut. Ja, das ist ja ein wichtiger Job auch dementsprechend. Und ich glaube, der gesamte Laden stand noch letztes Mal. Da können wir mal hingehen, das ist, glaube ich, jetzt erschreckend. Ja, und wie gesagt, man sieht hier jetzt schon, wenn man so schräg nach hinten geht, sieht man einfach schon, wie diese Diagonale, die ich mir immer vorgestellt habe, wenn man sich da vorne hinstellt und dann einfach da nach hinten schaut, dass da einfach riesengroß, da soll man nur noch Geräte sehen und nur noch Racks sehen und den Kunstrasenstreifen und so weiter. Und das ist jetzt auch so bis jetzt passiert. Jetzt könnte es ein bisschen dunkel werden, jetzt müssen wir mal gucken, wie das ist. Hier stehen wir jetzt im zukünftigen Büro des Ganzen. Wir haben hier auch schön abgeklebt schon am Boden dementsprechend. Das heißt, das wird ein Büro sein, wo man tatsächlich, wo sich die Verwaltung aufhält sozusagen, wo man die ganzen Akten hat und wo man dementsprechend vielleicht auch mal das ein oder andere intimere Gespräch führen kann, wo man einfach sagt, okay, das muss man jetzt nicht draußen auf der Trainingsfläche führen. Wir haben hier dann so einen Gang im Endeffekt, der eigentlich noch so zum X-Body Shop gehören wird, aber man geht halt hier einfach raus und hat dann, da sind wir noch nicht sicher, wie wir es machen, und hat man hier so eine Tür, die ist eben dann offen zum Trainingsbereich und ansonsten hat man hier so einen 1,80 Meter breiten Gang und das hier wird der Shop, das heißt, der Shop wird kleiner als vorher. Wir haben auch den Platz dafür, also wer den Shop ja kannte und wer da war, da haben wir eigentlich viel zu viel Platz gehabt. Jetzt sind wir gerade im Container draußen und der ist ja gerade mal irgendwie 28 Quadratmeter und da scheint es auch einigermaßen zu gehen. Gut, wenn drei Leute drin sind, sind zwei zu viel drin. Nichtsdestotrotz, das wird natürlich dann um einiges größer als der Container. Und hier sind wir dann im Kurzhantelbereich. Das heißt, hier haben wir auch schon alles weg und hier ist komplett dieser Kurzhantelbereich mit natürlich Spiegeln, mit natürlich Flachbänken, verstellbare Bänke, Kurzhantel bis, ich glaube, wir haben 50 Kilo. 50. 50 Kilo. Wir sind noch nicht hundertprozentig überein, glaube ich, was die Anordnung angeht. Ich glaube, wir haben in unserem Grundriss haben wir die Bänke noch auf der Seite. Ich würde die gerne auf der Seite haben und die Hanteln darüber. Das sind aber so kleine Details, über die man sich da Gedanken machen kann. Ja, krass. Das war auf sehr jeden Fall viel hat sich getan. Einiges, genau, was sich getan hat. Und ich muss mich auch nochmal persönlich bei den Helfern bedanken. Ja, klar. Das war der Wahnsinn. Also wir haben so viel Zeug gemacht. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal einen Container da hatten, den wir dann fälschlicherweise zu voll gemacht haben und dann schön die einzelnen Stückchen wieder zurückschmeißen durften in einen anderen Container. Der dahinter stand. Also es gab viele Höhen und Tiefen bei dem Umbau. Und ja, ich dachte ja persönlich bei dem Wasserschaden, es ist alles aus, aber hat sich dann relativ schnell verflüchtigt, das Ganze. Ja, also es war ja bisher war es ein Abriss, genau. Weniger Umbau als Abriss, aber das war jetzt im Endeffekt der Abriss und jetzt beginnt sozusagen der Umbau beziehungsweise genau. So der Aufbau von allem, was jetzt abgerissen wurde und in neuer Version wieder aufgestellt wird. Und wir haben noch so ein bisschen Fragezeichen ist noch unser Brandschutzkonzept sozusagen, also was wir an Brandschutzmaßnahmen tun müssen, weil diese Gebäude hier, das sind drei oder vier Gebäude in einem, die jetzt einfach zu einem großen auch verschmolzen worden sind, auch von uns dementsprechend. Mhm. Und da muss man halt gucken, man muss eigentlich die Gebäudeeinheiten, muss man ja neu eintragen lassen bei sämtlichen Ämtern und wenn das dann eine Einheit ist, dann ist das mit dem Brandschutz nicht mehr ganz so krass, aber wenn es mehrere Einheiten sind, dann muss die eine Einheit von der anderen Einheit und so weiter. Und da sind wir, also ich finde, da hinken wir ein bisschen dem Zeitplan hinterher. Nichtsdestotrotz ist das nichts Tragisches und daran wird es nicht scheitern. Sagen wir es mal so. Genau, Zeitplan. Was müsst ihr wissen? Ja, wir haben, ich habe es ja schon mal angedeutet gehabt, wir haben ganz, ganz
fest im Blick, dass wir am 01.01.2017 eröffnen werden. Das heißt, es ist eigentlich so ein ganz cooles Datum eigentlich, dass wenn auch mal, ja, ich sag mal, branchenfremde Leute, die uns jetzt nicht kennen, trotzdem in Regensburg vielleicht ein neues Studio suchen und sagen, Mensch, ich möchte meine Neujahresvorsätze dort umsetzen. Ich glaube und ich wage zu behaupten, dass wir da das richtige Studio dafür sind, weil wir begleiten dich bei deinen Zielen. Ja, der typische Sales Pitch, den es halt so gibt. Ihr dürft auch gerne eure Eltern zum Beispiel überreden oder Bekannte. Das genießt der Ruppi, das ist die Lebensaufgabe vom Ruppi übrigens, dass er auch älteren Menschen, ja, ältere ist jetzt echt, nicht alt, ältere, dass er denen Kreuzheben beibringt. Und Kniebeugen, ja, die dürfen das alles ist, machen. Das ist sein absolutes Leben. Lebensziel. Aber es ist tatsächlich so. Also ja. Spaß beiseite, mehr oder weniger. Das ist wirklich das, was wir machen wollen. Wir wollen da einfach ein Studio für Jung und Alt sein und wir wollen den Leuten einfach helfen und wir wollen den Leuten, auch ältere Leute, nicht einfach in den Zirkel setzen und sagen, mach das mal. Ja. Das hat seine Daseinsberechtigung, bitte nicht falsch verstehen, aber wir wollen da ein bisschen funktionaler unterwegs sein. Das ist richtig. Ein Begriff, der immer rumgeworfen wird, aber eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen suboptimal, um es mal nett auszudrücken. Ja. Nichtsdestotrotz, 1.1. ist unser gewollter Eröffnungstermin. Wir haben die Maschinen, Hammer Strength, Rogue, Leico. Es kann gut sein, dass wir vorher schon Racks reinkriegen. Dann werdet ihr natürlich das auch von uns erfahren dementsprechend. Aber wir haben die Lieferwochen sind eigentlich und die Aufbau-, die Montagewochen sind eigentlich so jetzt gerade noch geplant und auch, ja, man weiß immer nicht, was passiert, klar, logisch. Mhm. Und auch in so einer Umbauphase weiß man immer nicht, ob was länger dauert als geplant. Aber wir hoffen, dass das alles am 01.01. steht und dass wir am 01.01. mit euch gemeinsam natürlich hoffentlich eine fette Eröffnungsparty feiern können, dementsprechend. Und dass wir euch da mehr zeigen können. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir jetzt einfach 4 Monate aus Facebook natürlich verschwinden, sondern ganz im Gegenteil. Genau. Wir werden natürlich weiter posten, wir werden weiterhin euch auf dem Laufenden halten, weil gerade jetzt ist ja interessant, wenn man sagt, Mensch, jetzt ist der Boden drin, jetzt ist das drin. Das sind ja immer neue Sachen. Wir wollten euch einfach nur nicht langweilen mit diesen ganzen Abrissarbeiten, wo eigentlich immer das Gleiche gezeigt werden musste, weil eigentlich immer das Gleiche passiert ist dementsprechend. Und wie gesagt, 1.1. nochmal zur Wiederholung für Leute, die vielleicht ihre anderen Verträge kündigen wollen. Und nein, am 1.1. wollen wir also eröffnen. Und ich, wie gesagt, wir hoffen, dass es das natürlich stattfindet dementsprechend. Und wir haben auch jetzt die Webseite nochmal neu überarbeitet. Übergeben. Genau, weil wir euch natürlich auch zeigen möchten, jetzt vorab. Ich kann es auch mal nehmen, wenn du magst. Vielen Dank. Dass dir die Schulter, wenn dir die Schulter wegbricht. Genau, wir haben eben die Webseite neu aufgebaut und euch eben auch zu zeigen, was haben wir eigentlich für Geräte im Studio. Das ist jetzt für euch natürlich auch ein bisschen ins Blaue rein und ihr wisst eigentlich gar nicht, was euch erwartet. Deswegen versuchen wir es so gut es geht jetzt, euch schon mal zu zeigen, was eigentlich reinkommt. Und wir setzen natürlich auf die besten Geräte, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Und haben Eleiko, wir haben Rogue. Wir sagt das nicht jeder Hersteller über sich selber? Ja, aber das ist, da stimmt's halt leider. Ja, natürlich. Also wir werden natürlich versuchen, euch das so nahe zu bringen wie möglich, weil keiner geht gern in die Katze im Sack. Kauft gern die Katze im Sack, heißt es ja eigentlich. Und dementsprechend wollen wir natürlich immer wieder zeigen, okay, jetzt passiert das, so sieht es mal aus. Wir arbeiten an einer 3D-Präsentation, dass ihr euch natürlich dann auch vorstellen könnt, dass ihr so eine 3D-Virtual-Tour durchs Studio machen könnt, sozusagen, da arbeiten wir dran. Also wir hoffen, dass wir euch da so schnell wie möglich natürlich alle Infos geben können, sodass ihr sagen könnt, Mensch, finden wir geil, machen wir, haben wir Bock drauf. Und falls ihr jetzt schon das Vertrauen in uns habt, es ist auch überhaupt kein Problem, jetzt schon vorab Verträge abzuschließen. Oh, jetzt kommt der Sales-Pitch. Jetzt kommt der Sales-Pitch, es tut mir leid. Und wenn das Studio nicht aufmacht bis zum 31.03.2017, dann verfällt der Vertrag, also ihr müsst überhaupt nichts zahlen. Es ist eigentlich einfach ein Voranmelden zu einem vergünstigteren Preis. Ja, genau. Und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das gerne schon machen. Dazu einfach auf die Webseite gehen und die jeweiligen Sachen runterladen, ausdrucken, ausfüllen und dann zum Daniel in den Container bringen. Der sitzt
den Container bringen. Beim X-Body Shop abgeben. Genau. Genau, ja, vielleicht ist ja zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video anschaut, schon hier der Trockenbauer fertig und der neue. Vielleicht ist der Shop auch schon drin, das stimmt. Richtig. Dementsprechend, also, genau. Ja, also es gibt so ein rabattiertes, natürlich rabattiertes Vorauszahlerangebot, wenn ihr da den Trust in uns habt, dass ihr wisst, Mensch, ich möchte mich da auf jeden Fall voranmelden, dann geht das natürlich schon. Und eine Abbuchung findet natürlich erst statt, wenn das Studio auch eröffnet, ist ja auch logisch. Ja? Und wenn es eben bis zum 1.3. nicht eröffnet, dann verfällt dieser Vertrag. Das steht alles drin. Ihr könnt euch den Vertrag natürlich durchlesen. Ihr solltet euch übrigens immer jeden Vertrag durchlesen, den ihr unterschreibt. Und die AGBs. Und auch alle AGB, die man jemals bei Google oder bei Facebook angehakt hat. Das mache ich immer nicht. Aber auf jeden Fall durchlesen, dass es da natürlich zu keinen Missverständnissen kommt. Aber wenn ihr da sagt, Mensch, ich habe den Trust und ich finde es geil und ich möchte natürlich auch dementsprechend vielleicht auch ein bisschen günstiger in das Studio, dann könnt ihr da auf der Webseite nachschauen, könnt ihr die PDF runterladen, ausfüllen, abgeben oder auch nicht und ihr wartet auf die Präsentation oder ihr wartet auf neue Videos. Alles überhaupt kein Problem.